Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum großen Preis von Aserbaidschan. Alle bis auf Rio sind mit von der Partie. Es wird ein spannendes Qualifying und Bottas ist krank. Mit von der Party. Moin. Party. Machst du heute auch Party, bitte? So, ich hab jetzt gedrückt und wenn du jetzt drückst, werde ich wahrscheinlich hinter dir rauskommen. Ilu macht heute keine Party. Oh, Ilu, naja. Bei mir fährst du. Ilu fährt heute ein souveränes Rennen, haben wir gehört. So, ich stehe. Also alles hört jedes Mal. Ich stehe noch. Ja, wir sind gerade beide immer noch. Wieder vor mir raus. Ilu? Ich stehe immer noch. Na, jetzt ist Ilu hinter mir raus. Ich stehe immer noch. Jetzt fahre ich raus. Harley, also ganz ehrlich, das stimmt einfach nicht. Du, ich habe extra gewartet und dich. Also ich habe wirklich später gedrückt und ich glaube, selbst wenn ich später drücke, lass ich mich vor dir raus. Das geht erst, es wird wahrscheinlich erst funktionieren, wenn ich tatsächlich raus bin. Ja, das heißt, ich halte dich auf quasi. Ja, so ist es. Also wir können ja auch Plätze tauschen jetzt, dann ist wieder richtig. Warum? Ich bin immer gern vorne. Ich darf zuerst raus. Gut, alles klar, Anni. Message ist angekommen. Ich glaube, ich wechsle gleich wieder zurück. Also wenn du willst, kannst du auch vor mir. Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich abgebremst. Ja, okay. Jetzt halte ich Christoph wieder auf. Beim Baku hast du ja gesagt, dass du eh gut fahren. Naja, eine... Du hältst nicht nur Christoph auf, sondern auf den Bissel, der da ist. Ja, Christoph also kann aber sowas wie langsam fahren nicht. Das konnte er auch letztes Jahr schon nicht. Das ist einfach Hartgas. Außer beim Start, da fährt extrem. Der Ruder rüber. Extrem, da ist er auch nicht. Das ist auch richtig. Ja, das ist nicht richtig in der Outlap. Oh. Wenn du dann auf alle Autos auffährst, ist das scheiße. Und die Nebel. Weil das ist ja nicht das Problem von dir. Das ist echt so, als wenn man irgendwie. Das Problem von den Autos, wenn die nicht so Gas Portal sind. Fährt nach Narnia oder so. So fühlt sich das an. Was denn? Ja, wenn man durch diese Nebelwand fährt. Dann. Was für eine Nebelwand? Ja, hab ich letztes Jahr auch gesehen. Das ist hier, ist in der Aufnahme. Alter, ich kann diese Controller nicht halten. Bin mal gespannt, da guckt extra mal bei Andi rein. Er hat null Nebelwand zu sehen. Sonst schaust du nicht bei Andi rein, das ist ja schon erbärmlich. Bei Formel 1 nicht, weil ich weiß ja größer, als das passiert. Oh, Max, ich schäme dich. Ich schäme mich gar nicht. Bei Andi läuft aber alles auf extrem. Ja. Andi, fährst du los jetzt? Ich hab schon auf extrem. Extrem. Ich gebe Gas. Ich gebe jetzt Gas. Hast du nur gestellt auf extrem. Dazu sage ich nichts mehr, sonst hätte ich mir wieder verabschiedet. Ja, ich gebe jetzt Gas. Soll ich fähig wieder fähig? Alter, ich kann diesen Controller nicht halten. Alter, Christoph. Ja, ich geb Stoff. Gib Stoff. Christoph. Ich geb Gas. Christoph. Ich fahr los. Wohin? Ich hoffe, du gibst jetzt auch Maximum. Ich bin gerade in der First Corner. Ich hab auf extrem. Gut. Braucht denn irgendjemand von euch hier den Notausgang? Seid ihr hier Jays? Notausgang! Auf der Strecke. Manchmal. Notausgang! Okay. Aber eher selten. Eigentlich. Mhm. Ja, die in der ersten Kurve, wenn man die Kurve verbremsen sollte. Muss ja sagen, Baku, wenn man sich hier so die Altstadt anguckt, die Häuser sind schon schön. Sind schon scheiße. Schon schön. Da gibt's schon... Schon schön. Gibt's schon schöne Gebäude, aber auch hässlich. Ja. Wie in jeder Altstadt. Wunderschöner. Wunderschöner Altbau. Schikane kann ich einfach nicht, das ist der Wahnsinn. Ich kann die ganze Strecke nicht, vor allem nicht mit dem Kurt, ich steig gleich wieder oben, ey. Fuck, ich rutsch jedes Mal von RT ab hier. Oder R2, oder wie das hier heißt. Die Runde fahr ich trotzdem zu Ende, damit ich eine Zeit hab. Boah, die rasseln da jetzt aber hin. Ich frag mich gerade, wie die vor mir die Runde gefahren sind, wenn ich jetzt erst rausgefahren bin. Ja. Das ist doch völlig normal, Basti, kennst das nicht. Ich muss sagen, die Runde habe ich einige Fehler gemacht, da ist noch ein bisschen was drin. Jetzt geht der Sprint aus. Du musst in den nächsten paar Runden an die Box kommen. Ein bisschen was drin. Ja, ein bisschen. Die scheiße die Runde. Bissel was drin. Du bist jetzt auf P2. Besonders in der Altstadtmauer da. Na, oh mein Gott, Wand? Ich wollte schon sagen, was machst du denn? Ja, was machst du denn, Mensch? So denn so? Schreist du denn so rum? Flop. Aus. Jetzt habe ich mich verbremst. Ich glaube, irgendwas macht Rio. Nein, nicht Rio, das war bei Ilo. Rio hat sich jetzt auf einmal gemutet. Rio ist schon die ganze Zeit gemutet. Er hat sich auch gerade gemutet. Nein, ich war die ganze Zeit gemutet. Okay. Andi, bist du hinter mir?
Weiß ich nicht. Fährst du schnell? Ich versuch's. Extrem fett, der Junge. Mal, was ist denn Basti für ein Rundenzeug gefahren? 1,43,9. Danke. Jö. Wer ist hinter dir? Scheiße. Rico, glaube ich, außer der hat sich überholen lassen. Nein, ich bin noch dahinter. Fährst du schnell? Ja. Okay. Edo, was hast du für eine Zeit? Edo? Also um die 1,44 wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Okay, jetzt habe ich es eh weggeworfen. Hallo! Für den 1/10, muss ich die Runde nicht fertig fahren, dann noch eine ganze Outlap fahren, oder? Nee. Hier eine Sekunde. Scheiße. Ja gut, jetzt fahre ich keine schnelle Runde mehr. Aber es lag nicht an dir. Also meine Runde ist 2/10 schneller, aber ich glaube, dafür lohnt sich die Outlap nicht, deshalb fahre ich jetzt nicht mehr. Meine war 1/100 schneller bis zur vorvorletzten Kurve. Boxenstopp. Ah, ich darf mit Jeff reden, nice. Na guck, Steam hat geholfen. Nee, Steam hat nicht geholfen. Ich dachte, du hast es umgestellt, weil Christoph das war alles schon so eingestellt. Ach ich so. Habe nichts geändert. Na dann. Boah, Christoph fährt noch runter, der Drecksack. Oh. Was Andi, denn? Sag mal deinen Leuten, dass sie ein bisschen Tempo hop, machen sollen. Hop, 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 hop. Lol, die machen echt schneller. Nee. Aber wie gut sich das wieder anfühlt, mal einen richtigen Controller in der Hand zu haben. Nimm doch den Switch-Controller. Ein Controller! Ich würde echt voll gerne mit dem Wii U Pro-Controller. Ja, wenn er gleich kommt, dann hau ich mich echt selbst gegen die Wand. Oder Ausgang. Mich würde mal interessieren, der hat ja USB-C, der Switch-Controller. Kann ich den echt. Aber das ist ein bisschen blöd, die Trigger hinten sind ja nur an und aus. Ja, eben, das würde ich auch. Sonst würde ich aber allerliebsten den Wii U Pro-Controller benutzen, weil den fand ich von allen Controllern am geilsten, bis auf die Trigger. Der Wii frage ich mich auch, warum. Pro-Controller. Warum Nintendo nicht mal analoge Trigger macht. Bei Nintendo kann sie nicht so vieles fragen. Das stimmt allerdings. Das stimmt. Aber das kann sich bei jeder Firma fragen. Warum System übers Handy? Damit es die Kiddies alle benutzen können. Kiddie-freundlich heißt sowas heutzutage. Kiddie-friendly. Steht ja auch drauf. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das falsche Setup fahre. Kiddie approved. Was machst du denn? Fährst du Austria? Wir fahren Mitte. Du weißt, du fährst, was fährst du? Ich fahre nach rechts. Ja, okay. Ja, nee, da fahre ich doch nicht. Da habe ich auch geübt. Ja. Ich fahre Mitte. Wir fahren was? Mitte. Ja, weil, damit kommen wir halt in dem ganzen Stadtviertel besser klar. Ich komme so eigentlich ganz gut mit dem Auto zurecht. Ich habe nur scheiß Zeiten. Was für eine Zeit habt ihr? 1,3. Ach, Andi, fährst jetzt wieder vor mir raus! Du bist gerade rausgefahren bei mir. Mann! Ich kann nicht voll ausholen. Aber warum nimmst du. Moment. Kannst du jetzt bitte die Outlap Vollgas fahren, damit wir noch eine Runde hinkriegen oder zwei? 3,36, du bist ja nur 1,44. Fahr trotzdem Vollgas! Vollgas, Vollgas, Schmollgas. Vollgas, jawoll, Andi. So, bitte nochmal, ich musste schreien. Hat was für Zeiten? 1,43,9. Das wäre für mich sogar machbar. Das ist für mich eigentlich. Wäre für mich eigentlich auch machbar. Er sagt, aber meine Runde war auch nicht perfekt, deswegen. Also, da ist noch ein bisschen was drin. Und Ilu? Der Ilu hinter euch bist ist fest. Bist du vor Merken? Ich bin Zweiter gerade. Mhm. Was soll das denn? Ja. Siehst schon so aus. Zweiter. Klang sehr nach Freude. Es gibt mir ein scheiß Tablet. Happy Day, oh happy Day. Oh, happy day. Oh, happy day. Ich muss sagen, es gibt echt sehr viele schöne Lieder auf der Welt. Grosjean, schön, dass auf der Welt zu bleiben, zum Beispiel. Ja, aber das wollte ich erst im Ende anstimmen, das jetzt weil das Spotify guckt sich doch keiner an. Wir haben nicht also wenn sich überhaupt jemand irgendwas anguckt, dann ist es wahrscheinlich nicht das Andi, gibst du Vollgas oder was machst du? Ja, ich fahr... Vollgas! Schnell, aber ich fahr nicht am Limit. Vollgas, bitte! Ja, aber ich fahr jetzt keine Qualifying. Es sind noch 2 Minuten 20, Andi. Ja, ich schaffe das! Ja, und ich? Dann lass ihn doch erst vorbei, ist doch vorbei. Ne, er ist jetzt schon zu weit weg, das reicht nicht. Du hast doch genug Platz, gib einfach Gas, ich geb Pumpe. Ja gut, ich geb dann fahr ich jetzt. Ich hab jetzt auf Max gestellt. Oder Extreme. Extreme! 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 So, ich komm mit eins. Auf müsste... So, zwei Runden. Ja, das ist deine Sauce.
Wer ist denn hinter mir? Perfekt getimed. Gerade die Strecke ist warm und wir sind dann super. Ich kann nur eine Runde fahren, Andi. Echt? Ja. Mann, ich habe schon richtig dummen Fehler gemacht. Und du auch. Und ich kann zwei Runden fahren. Ist ja richtig, okay. Ja, also hey, wärst du mal schneller gefahren? Ja, ich hätte nicht viel schneller fahren können. Ich bin schon echt Limit gefahren. Ja, das habe ich gesehen. Ich stand auf Halbgas die ganze Strecke über. Also Andi, du bist weitaus kein Vollgas gefahren. Ja, wie gesagt, ich bin kein Qualifying gefahren. Aber genau das hättest du machen sollen, dass er noch zwei Runden konnte. Ich dachte, ich hätte das ein bisschen besser getan. Das waren 2 Sekunden, die ich verpasst habe. 2 Sekunden habe ich verpasst. Ja, und dank Andi darf ich jetzt nicht noch eine Runde fahren. Die Runde ist hinüber. Du darfst gar keine Runde mehr fahren? Ich bin gerade an die Wand getitscht. Ich habe einen Fehler gemacht. So. Ja, das kannst du mir jetzt aber nicht. Den hätte ich ausmerzen können, wenn ich noch eine zweite Runde fahren dürfte. Ich habe gerade fast eine halbe Sekunde hier rausgeholt. What the fuck? Ja, Schikane. Ja, ja, da kannst du mega viel Zeit rausholen. Ja, warum war ich in der letzten Runde so schlecht? Jetzt habe ich den Rest der Runde so verkackt und jetzt fall. Oh. Okay, vergiss. Egal, ich will ja eh die nächste Runde. Das ist doch scheiße. Ja, tut mir leid, Heiko. Dann tut er dir gar nichts. Gibt's da Zwist im Team Ferrari? Das wäre bei Andi und mir. Was nicht ist passiert. Das nächste denn? Irgendwas anderes. Da, ja, du, ist das schon Österreich oder so? Oder das soll ich von mir rausfahren, Heiko? Ja, danke. Ich habe mich nur auf Baku gefreut. Ja, dann darfst du dir sogar noch ein Rennen aussuchen, bevor du ausfahren darfst. Ja, sorry. Wenn du mich einfach nicht nochmal behinderst, wäre das schon in Ordnung, aber. Nee, ich lasse dich jetzt vor mir raus. Das nächste Rennen. Jetzt sogar Christoph. Jetzt kriegt er die scheiß erste Kurve nicht hin. Du hast die zweite. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Los, los, los. Ah, okay. Boah, Rico! Oh Gott, ich fahr mir hier einen Rappel. Noch? Ich, aber ich fahr richtig scheiße. Verbesserst du dich, Merlin? Nee, wahrscheinlich nicht. Versuch's zwar noch? Nee. Okay, du hast einen Schaden. Ich fahr grad gegen alles, was irgendwo steht, ey. Fährt Christoph noch? Ja, aber ich. Jetzt ist vorbei. Mann, du bist scheiße eigentlich. Ja, ich fahr aber auch nicht mehr richtig. Wer kommt da hinter mir? Ich fahr rechts. Wer ist hinter mir? Gerade in der Altstadt? Ich finde das so schön, dass die U-Bahn echt so. Mercedes. Kann ja nicht sein. Achso, du meinst mich? Ich fahr nicht schnell. Achso, ist egal. Hat denn irgendjemand von euch ein neues Helmdesign oder seid ihr eurem Standard treu geblieben? Ich bin meinem Standard treu geblieben, aber ich möchte mal meins bald ändern. Christoph hat weiß-rot, das ist sehr langweilig. Und hat ein bisschen. Also bei dir war echt. Bitte durchlassen. Okay. Ja, Bissel sehe ich gerade nicht. Oh, Bissel hat schön, irgendwas Blaues. Was hat denn Rico? Rico hat, glaube ich, immer noch dieses Süßigkeitenbonbon. Ja, genau. Links. Ich habe schön Schwarz-Rot-Gold. Nee, ist Andi. Lol, ich habe gerade den Bot von Andi durchgelassen. Hattest du nicht Rot-Schwarz-Gold oder so? Ich hatte Schwarz-Gelb-Rot. Belgien. Hat Basti wieder seine Neonfarben? Nein. Okay. Und was hast du, Nilo? Wieder grün oder gelb? Gelb. Okay. Oh, und selbst hat's geschafft. Number one im Qualifying. Number uno. Aber Ilu fährt noch. Nee, er fährt nicht mehr. Ilu schuckert. Wer fährt denn jetzt? Achso, ich bin ganz schön dran vorbeigerauscht, ey. Fuck, 1,42,8 hätte ich eigentlich auch schaffen können. Ja, ich hatte leider nicht noch einen Versuch und Rico habe ich leider ganz kaputt gemacht, aber es. Aber die Punkte werden im Rennen geholt. Weißt du, was bist du denn am Stöhnen? Jetzt bist du sogar vor mir. Oh Gott. Ach, 1,42. Was heißt denn 1,42? Sogar? Respekt, Basti. Mich jetzt aber nicht am Stöhnen. Dankeschön. Ich war auch fast perfekt getroffen, die Runde. Wenn du schneller als ich bist, Rico, dann lasse ich dich auch. Aber die Zeit, die du gefahren ist, bin ich auch im Training gefahren. Ich bin schon wieder jetzt im College. Ich fahre hier wieder. Meilenweit entfernt von dir, was ich jemals erreichen werde. Möchtest du auch Tschüss sagen? Achso, tschüss! Ciao! Ciao!